Tschüss. Guten Tag. Oh Gott. Guten Tag. Ich will dieses Schild lesen, auf welchem Sie stehen, junge Frau. Guten Tag. Guten Tag. Oh Gott. Guten Tag. Guten Tag. Nur das Schild, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Little Big Adventure. Der ein oder andere sieht es jetzt vielleicht sofort, dem einen oder anderen wird es jetzt erst auffallen, wenn ich es sage. Ich musste mir leider mit dem Mikrofon was einfallen lassen, da ich eben diese Episode bereits einmal aufgenommen habe und nach dem Aufnehmen musste ich leider feststellen, okay, das Mikrofon hat wieder zugemacht, aus welchem Grund auch immer. Also es war quasi die stumme Episode 2. Wollte ich aber nicht so stehen lassen. Ich habe jetzt Gott sei Dank bei der vergangenen Aufnahme auch nicht so wirklich Fortschritt gemacht. War eher so ein bisschen unterwegs und am Erkunden. Was mir hier die Möglichkeit gibt, sage ich jetzt mal, zumindest mal ohne euch jetzt hier was verheimlichen zu müssen oder verschweigen zu müssen, relativ nahtlos ans letzte Video hier wieder anfangen zu lassen. Das heißt, wir haben im Prinzip nichts gewonnen. Wir sind auch nirgends zerronnen. Schauen wir mal. Also, liebe Freunde, 2 Minuten sind vergangen, wir haben nichts weiter getan. Wir werden jetzt Folgendes tun. Wir brauchen, beziehungsweise wir haben bekommen vom Erfinder dieses Jetpack. Sollen wir für ihn testen an einem flachen Ufer oder, wie ich eigentlich finde, im Idealfall an einer Stelle, an der wir längst waren, nämlich in der Klumpfußstraße auf der Hauptinsel. Da ist nämlich die gute, wie heißt sie? Ich habe ihren Namen vergessen. Die da wohnt auf jeden Fall, die uns da gesagt hat, auf dieser kleinen Insel da hinterm Haus im Wasser, da ist so ein Kleeblattkästchen und da kommt man nicht ran, weil die Brücke eingestürzt ist. So. Ja, und da möchte ich jetzt hin. Ich habe mir in der vergangenen Aufnahme, in der ich nicht zu hören war und die ich auch schon gelöscht habe, ein bisschen Sprit besorgt. Deswegen können wir jetzt, sage ich mal, mit unserem Segelbötchen, das wir uns für teuer Geld gekauft haben, erstmal zurück auf die Hauptinsel. Wo willst du hin? Genau, und da genau auf die Hauptinsel möchte ich. Für dieses Gerät hier brauchen wir nur Wind. Da brauchen wir keinen Sprit, kein gar nichts. Da können wir hin und her fahren, so viel wir wollen. Das ist super. Leider müssen wir an gewissen Stellen auf den Inseln immer noch auf motorisierte Fahrzeuge zurückgreifen, die dann dementsprechend Sprit brauchen. Das heißt, so ganz ohne kommen wir da jetzt gerade noch nicht klar. Ja. Dann soll es jetzt in diesem Video uns zumindest mal hoffentlich gelingen, dieses Kleeblattkästchen da von der Insel zu holen und im Anschluss den Jetpack noch weiter zu verwenden in der, wie ich finde, wichtigsten Form, in der man ihn verwenden kann. Das werden wir dann aber auch alles erst sehen, wenn es soweit ist. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir lebend in die Klumpfußstraße kommen. Das wird schon schwer genug. Entdeckt werden wir ja auf jeden Fall. Denn wir müssen ja jetzt mit diesem Wägelchen hier wieder zunächst mal Wo willst du hin? Ins Militärlager. Zum Militärkampf. Und von da aus dann zu Fuß über die Innenstadt in die, über die Altstadt in die Klumpfußstraße. Der Erfinder sagte uns zwar, man soll das an so einem flachen Ufer testen. Jetzt ist es dort allerdings eine kaputte Brücke. Das wird... Moment, jetzt muss ich ein kleines bisschen den Überblick hier behalten. Denn ich möchte diesem Kollegen da nicht über den Weg rennen. Weil der uns höchstwahrscheinlich abballern wird. Können wir einen großen Bogen außenrum rennen. Ja. Ja, der Kollege hier erwischt uns sowieso. So. Und wir können hier leider auch nicht Oder können wir hier abkürzen? Ja. Wir können hier sogar abkürzen. Ich renne ihm ständig in seine Gewehrsalven rein. Das ist unglaublich. Egal. Also wissen wir das jetzt auch. Hier läuft auch so ein Kollege rum. Den wollen wir nicht unbedingt über den Weg laufen. Genau da oben. Und es ist mir passiert, dass da oben in der Biebzelle da oben, leicht links oben im Eck des Bildes. Ich weiß nicht, ob das in der vergangenen Aufnahme war, welche ich ja aus Tongründen entsorgt habe, oder ob es davor im Video schon war.
da ist einer aufgetaucht und hat mich abgeballert und diese Dickos, die da rauskommen, die erwischen einen ja bekanntermaßen sofort. Und dann ist man halt wieder im Gefängnis. Ja. So. Jetzt sind wir hier, wo wir hinwollen. Gehen aber erstmal hier hin, wenn wir schon mal da sind. Ja, dann nehmen wir auch ein bisschen Kohle mit. Ja, auch wenn es nur ein Talerchen ist. So. Hier wäre jetzt so ein flaches Ufer, ne, liebe Leute. Ah ja, und dann müssen wir... Ja, genau. Wir gehen, es geht gar nicht über die Brücke. Es geht tatsächlich hier lang. So wie er uns das gesagt hat. Also an einem flachen Ufer, das so eine leichte Neigung hier hat. Wie jene, auf der wir jetzt gerade stehen. So. Dann tun wir jetzt Folgendes. Wir legen das Jetpack an. Ja, und dann müssen wir uns im Prinzip hier nur, als würden wir laufen, fortbewegen. Was wir nicht jetzt tun dürfen, ist die Steuertaste oder das Steuerkreuz loslassen, weil dann fallen wir ins Wasser. Das ist doof. So. Krass, ne? Jetzt sind wir hier, ja? Und da haben wir dieses Kästchen. Jetzt haben wir für 3 weitere Kleeblätter Platz. Ja, was jetzt natürlich noch geil wäre, wären Kleeblätter. Haben wir leider nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Kriegen wir noch. So. Also, wir müssen an solchen Stellen hier sein, damit wir mit dem Jetpack über Wasser fliegen können. Auf der Brücke hier geht das nicht, glaube ich. Das probiere ich jetzt aber auch nicht aus, weil ich habe keinen Bock jetzt hier zu ertrinken und dann ist wieder Game Over und schieß mich tot und was weiß ich. Nee, das will ich nicht. Ich will eigentlich nur schnellstmöglich wieder auf die Insel Proxima, wo ich dem Erfinder sagen kann, du, dein Ding, dies funktioniert. Und dann sagt er mir, glaube ich, behalt das Ding, ist eh Schrott. Nee, Quatsch, behalt das Ding, als Dankeschön darfst du es behalten, ne? Und so weiter und so fort, das ist alles super. Ich brauche das Ding ja auch noch für eine ganz, ganz, ganz bestimmte Aufgabe. Ich habe nämlich im vergangenen Video, welches ich gelöscht habe, aus tontechnischen Gründen, herausbekommen. Ich war nämlich am Hamalai und da wurde ich begrüßt von einem Rebellen, der mir sogleich sagte, okay, auf der Rebellionsinsel, beziehungsweise bei der war ich gar nicht, aber der sagte mir bei der oder auf der Rebellionsinsel, da wo also die ganzen Rebellen sitzen, da werden sie mich nicht ohne das das Erkennungszeichen der Rebellion, sage ich jetzt mal, willkommen heißen. Und auf die Frage hin, welches dieses Zeichen denn sein soll, sagte mir der gute Mann, ja, das ist eine Piratenflagge. Eine schwarze Flagge mit weißem Totenkopf. Und wo haben wir sowas schon mal gesehen? Genau, im Museum. Und von dort gilt es jetzt, dieses gute Stück zu entwenden. Wo willst du hin? Hafen von Beluga. Zum Hafen von Beluga. So, jetzt haben wir noch 7-mal Sprit, glaube ich. 8 oder 7-mal. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass so viel mehr gar nicht mehr gebraucht wird. So, jetzt rennen wir schnell zu unserem Bötchen. Denn wir wollen, wie gesagt, wieder auf die Insel Proxima, dann zum Erfinder. Proxima? Zur Insel Proxima. Jetzt frage ich mich, ob ich diese Cutscene vielleicht hier irgendwie überspringen kann. Das geht leider nicht. Auch wenn sie kurz ist, ja, sage ich jetzt mal, wenn man sie aber 15 Mal schon gesehen hat, dann ist irgendwann mal so die Romantik weg. Ne? Aber ist ja nicht schlimm. Genau, wieder auf Proxima. Sofort und schnurstracks und ohne irgendeinen Umweg zum Erfinder. Kann natürlich auch sein, dass ich gar nicht zu dem muss. Aber ich meine, ich habe es so in Erinnerung. So, wieder Herzsche. So. Hallo. Das ist wirklich wie man an einer Straßenlaterne hängen bleiben kann. Wir gehen wie immer durch den Haupteingang, der ist ja unverwechselbar hier. Hallo. Nun, wie steht's mit den Tests? Ich bezahle dich nicht dafür, um deine Schuhe zu testen. Na, sie sind mir ja einer.
Guten Tag. Nun, wie ist dieser Protopunk? Führe seine Tests fort. Ich habe noch lauter Berechnungen zu überprüfen. Und Vorsicht, wenn du dich dem Wasser näherst. Du wirst nur fliegen können, wenn du von einem Strand mit leichter Neigung kommst. Okay. Tja, dann müssen wir da jetzt gar nicht so unbedingt wieder hin. Okay. Dann wird ein weiterer Test wahrscheinlich der im Museum sein. Das heißt, ich guck jetzt mal, wenn der Twinsen jetzt mal rennt, dass ich irgendwie ins Museum komme. Beziehungsweise ins Museum kommen ist ja nicht das Problem. Allerdings da lebend wieder raus. Beziehungsweise gibt es hier noch irgendjemanden, mit dem ich reden kann? Nein. Ich kann mal probieren, wieder mit meiner falschen roten Karte da reinzugehen. Muss nur... Ah. Also ich meine mich zu erinnern, ich muss hier irgendwann nachts rein. Wenn niemand da ist, wenn auch keine Soldaten da sind zum Bewachen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie triggere ich das Ganze jetzt? Muss ich mal gucken, da runter zu dem Hasi darf ich nicht, der verpfeift mich sofort. Oder aber ich muss so schnell reagieren, dass ich ihn noch niedermachen kann, bevor er mich entdeckt. So. Aber ist ja nicht so wild. Jetzt schauen wir uns hier erstmal um. Wir waren bereits bei der Piratenflagge, die wird von einem Soldaten bewacht. Guten Tag. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Okay, der ist nicht gut drauf. Und Sie? Also wie gesagt, wir wollen unsere Piratenflagge. Es Guten muss Tag. Irgendwas passieren, damit ich hier mehr oder weniger Guten unbehelligt Tag. Rumfliegen kann. Erstaunlich, nicht? Diese Gegenstände von einem Auge, die Zeit überdauert haben. Haben Sie das Schild vor der Truhe gelesen? Welche Truhe? Das ist keine Truhe. Das Schild vor der Truhe. Da suchen wir uns doch mal eine Truhe. Da unten ist die Flagge. Die wollen wir. Die Truhe. Da ist eine Truhe. Voller Gold, so wie es aussieht, ne? Halt! Es ist ausdrücklich untersagt, die Werke zu berühren. Ja, ist ja gut. Also ich habe da gar nicht... Also ich habe ja in dem Sinne... Ich habe in dem Sinne jetzt gar nichts... gemacht, eigentlich. Ich wollte nur das Schild lesen. Das ist ja jetzt ärgerlich, ne? Naja. Aber macht ja nichts. Wir sind ja nicht weit weg von zu Hause. Und hoffen diesmal einfach, dass das funktionieren wird. Finanzhai. Dieses Haifisch-Exemplar gehört zur Familie der Filmproduzenten. Ja. Also haben wir da schon mal einen Test gemacht. Jetzt gehen wir nochmal ein anderes Schild. Rechte Schiffsschraube des Van Vogt 2. In der Rede der Hauptinsel während des Stapellaufs verloren gegangen. 3 Tage später, nachdem dem Schiff der Kraftstoff ausging, hörte es auf, sich im Kreis zu drehen. In Ordnung. So. So, die Dame. Wollen Sie nicht mal da weggehen? Guten Tag. Guten Tag. Tschüss. Guten Tag. Oh Gott. Guten Tag. Ich will dieses Schild lesen, auf welchem Sie stehen, junge Frau. Guten Tag. Guten Tag. Oh Gott. Guten Tag. Guten Tag. Nur das Schild, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Nur das Guten Schild. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hey, sie geht weg. Ist das toll. Danke. Ich muss da schnell hin, bevor sie wiederkommt. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht wieder aus Versehen einen Schritt zu nah in die Truhe gehe. Schatz,
des Kapitäns ein Auge. Dieser Truhe, die das gesamte Werk eines unehrlichen Lebens enthält, hat sich der Fiskus bemächtigt, der einzig heute bekannte Beutelschneider dieses furchtbaren Piraten. Beutelschneider. Kann ich leider aktuell nicht nachvollziehen, wie das gemeint sein soll. Aber nun, jetzt haben wir das zumindest mal gelesen. Ja, komm, einmal noch. Guten Tag. Guten Tag. Und jetzt aber weg hier. Irgendwie muss ich hier drin was triggern, dass ich meine, der Alarm losgeht. Rettungsboot. Nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Bitte keine heiße Asche einfüllen. Na, könnt ihr einer für den Aschenbecher halten, ne? Ja, nochmal. Wie gesagt, ich muss irgendwie hier triggern, dass der Alarm losgeht. Kortschiff oder Kuffer. Primitives Boot aus geflochtenen Weiden. Ja. Also. Es will mir noch nicht wirklich in den Kopf. Sirene von Bü. Beispiel des absurden antiken Aberglaubens. Diese Seegestalt wurde mitten in der Wüste gefunden. In der Wüste. Ja, also wir werden immer schlauer hier. Immer schlauer und immer schlauer. Nur leider werde ich nicht schlau, wie ich jetzt hier in diesem Museum den Moment triggere, wo hier der Alarm losgeht, beziehungsweise wo hier alles auf, ich sag jetzt mal, Minimum geschaltet wird, wo sämtliche Alarmglocken hier läuten, wo also quasi alle das Museum verlassen müssen und wo hier auch überall dann so mit Laser und so kontrolliert wird, dass da ja niemand langläuft. Das muss irgendwie getriggert werden. Ich weiß jetzt gerade nur nicht wie. Ich fahre jetzt trotzdem mal hier runter. In der Hoffnung, dass das Ding jetzt hier unten bleibt. Und ich bleibe jetzt auch mal hier unten, weil die Videolänge ist erreicht und ich bin der Meinung, ich habe auch ein kleines bisschen was erreicht, wenn auch nicht so viel, wie ich eigentlich wollte in dieser Episode. Aber vielleicht schaffen wir das ja in der nächsten. Hoffe ich zumindest, ja. Schauen wir mal. Ja, an dieser Stelle aber auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Video, auch wenn es nicht so weit gekommen ist, wie ich mir das erhofft hatte, aber dann schaffen wir das im nächsten mit Sicherheit. Also, wenn es euch gefallen hat, gerne Däumchen nach oben da lassen, vielleicht sogar ein Abo, wenn das noch nicht getan habt, und so ein Kommentar ist auch super, freue ich mich sehr drüber, wenn ich was zu lesen habe und wenn ich mit euch kommunizieren kann. Wir sehen uns an exakt gleicher Stelle im nächsten Video wieder. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen und tschüss.